Leute und willkommen zu der dritten Folge von Horizon Zero Dawn Frozen Wilds. Ja, ich will nicht lange rumschnacken, wir legen direkt wieder los. Übrigens ist das alles immer noch eine Aufnahmesession, das heißt, ich nehme das alles hier gerade am Stück auf. Und ja, das Spiel ist halt in der letzten Folge, weil vielleicht etwas leise, ich habe das alles ein bisschen höher gestellt. Warte, ich kann es noch höher stellen. Nee, sollte rein drüber passen, das ist jetzt 10 über dem Sprachwert. Aber ich will nicht zu viel über Technik labern, gucken wir uns jetzt die Gegend an. Lagerfeuer haben wir entdeckt, das ist sehr schön. Ich will einfach neue Maschinen sehen, einfach. Ich will neue Maschinen sehen. Oh, da ist noch ein Lagerfeuer, guck mal. Oh, hi. Fremde. Kaja-Fremde. Verräter, der ganze Stamm, alle von ihnen. Verräter? Kaja? Was macht ihr hier? Möge die Sonne dir ein wenig Weisheit gewähren, Jägerin. Also das hier sind natürlich die Kaja. Heben sich komplett von den Banuk ab. Die leben ja auch im Sonnenreich. Die haben auch komplett andere Kleidung und so. Da guckt ihr das mal an. Ist das keine Nebenquest? Ehrlich? Das wundert mich, ist das hier keine Nebenquest ist? Oh, hab nichts gegen. So, dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Gucken mal, ob wir den lieben Naltuk finden in dieser Folge. Ich bin ziemlich positiv gestimmt. Warum sind eigentlich so wenig Maschinen? Das ist ja voll das friedliche Tal. Also das ist Eiswasser, da sollte es jetzt rein theoretisch festfrieren, ey Leute, aber du bist robust, sag ich dir. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Auf jeden Fall. Ja, aber schön, dass wir wirklich richtig viel Zeug hier einfach reinkriegen. Also, den Ast aufsammeln ist nichts Besonderes, aber ich meine damit, dass die Medizinbeutel so fucking schnell voll wird. Finde ich schön. Beim alten Gebiet nicht so. Haben sie ein bisschen geupdatet. Ich hab was gehört. Naltuk, der Ausschau nach dem Turm hält. Er sendet wohl einen Impuls oder Signal. Interessant. Überbrücken könnte klappen. Was ist das denn? Ist das ein kaputter Langhals? Nee, das ist was anderes. Das ist kein Langhals, das ist was krasseres. Den Typen da unten kennen wir. Dämonisches Langbein. Und das ist der. Das ist ein Dämon, oder was? Nee, das ist ein Kontrollturm. Weil der kontrolliert irgendwie alles, ne? Oder nichts. Ich weiß nicht, was hier gerade Phase ist. Naltuk, hallo. Naltuk? Wer bist du? Wie kommst du hierher? Burkhan sagte mir, du wärst hier. Er ist hartnäckig. Ich habe dem Osseram schon 1000 Mal gesagt, ich will nichts von ihm kaufen. Oh, ich verkaufe nichts. Ich suche nur nach Uriya. Vergiss es. Wo sie ist, können nur Schamanen hin. Sie sucht Rat bei der Stimme im blauen Licht. Das ist ihre Aufgabe. Und ich soll die Handlungen des Dämons beobachten. Die Ausbreitung stoppen, wenn ich kann. Aber was mache ich gegen die Türme? Binnen Wochen verteilten sie sich im ganzen Schnitt. Die Energie des Dämons fließt durch sie. Ruft die Maschinen, repariert sie sogar. Das Werk des Dämons? Aratak sagt, der Dämon soll Maschinen aufhetzen? Schau da, die mit der violetten Zeichnung. Sie gehören zum Dämon. Sie sind stärker, gefährlicher. Ich habe so etwas schon mal gesehen. Verderbnis. Aber nicht durch euren Dämon. Wirklich? Dann weißt du mehr als ich. Diese Türme, waren sie Teil der Verderbnis? Nein. Die sind mir unbekannt. Wie gesagt, sie stärken die Maschinen des Dämons. Wir müssen sie stoppen. Aber was ist mit Uriya? Deswegen sind wir eigentlich hier. Sagst du mir, wo ich Uriya finde? Du stellst sehr viele Fragen. Nur, wenn ich nutzlose Antworten kriege. Es gibt nur eine Stimme, die Uriya jetzt hören will. Und nicht deine. Tut mir leid. Okay, dann lass uns nächstens die Ausbreitung stoppen. Vielleicht änderst du deine Meinung, wenn du siehst, was wir können. Also gut, du willst die Ausbreitung des Dämons stoppen? Ich weiß, wie wir anfangen. Mit meinem Bogen und Speer. Fremde, warte. Sagst du mir deinen Namen? Aloy. Gut. Wenn dich die Maschinen erwischen sollten, kann ich Uriya wenigstens ordnungsgemäß berichten. Vielen Dank für dein Vertrauen. Ich versage nicht. Wenn ich fertig bin, dann erzählst du mir, wo sie ist. Gut, wie gehen wir das jetzt an? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, was wir machen sollen. Gerade nach einer Strategie. Hey,
laut ist das denn? Ich versuche mich jetzt einfach mal zu verstecken. Vielleicht bringt das ja was. Der Typ läuft dahinter. Das finde ich sehr sympathisch. Wenn ich ihn überbrücke, nutze ich die Impulse selbst. Komm mal her hier. Hast du das gehört, Kleiner? Komm mal näher, mein Kleiner. Komm mal her hier. Ah. Hi, wie geht's dir so? Kontrollieren. Hat gut funktioniert. Ja, hat besser funktioniert als gedacht. Oh, ja, alles irgendwie nicht. Ich nehme es trotzdem mit. So. Ist hier noch irgendwo eine Maschine? Haben wir hier noch irgendwo Stress? Wie laut das Teil ist einfach. Muss ich jetzt hier wirklich balancieren? Ist das euer Ernst? Ja, das kriegen wir doch hin, halt. Den kriegen wir hin. Hi, Freunde. Was habe ich denn ausgerüstet? Ja gut, Leute, also ihr seid für mich eigentlich keine Herausforderung. Sag ich euch im Vertrauen. Oh shit, der hat mich entdeckt. Oh Gottchen. Ja gut. Oh, fuck you! Alles ist dein Ernst? Ach Gott! Ich dachte, das wird jetzt hier eine getrimmte Runde mit euch kleinen Leuten, aber anscheinend ja nicht. Da müssen wir also eure Schütze aufbauen. Also mir ist das gleich. Und Hallöchen! Aua! Arschloch! Was ist das? Der Turm ist also nah an Maschinen. Doch man kann ihn überbrücken. Aber wieso hatten wir jetzt die Entscheidung, ihn zu überbrücken oder ihn zu zerstören? Wir reden auf jeden Fall mit dem lieben Naltuk, weil der wird jetzt vermutlich ein bisschen was anderes von uns denken, als er gerade gedacht hat. In dem Moment dachte er noch, jo, die Kleine, die kann ja eh nichts und so weiter. Und jetzt haben wir ihm gezeigt, was wir doch für ein Bad Girl sind. So, Naltuk. Pfeif mir kurz mal das Heilkraut, was hier steht, rein. Wir sollten reden. Und dann können wir reden. Ja, warte kurz. Ich pfeife mir noch schnell ein Teil rein. Hier so. Jetzt können wir reden. Ich komme mit den Maschinen und Türmen zurecht. Fehlt nur der Dämon. Du hast seine Kraft irgendwie absorbiert. Das nennt man überbrücken. Vielleicht sollte Orea dich doch treffen. Was sie wirklich sucht, ist Hoffnung. Du könntest ihr sie mit Sicherheit geben. Sie sucht Rückzug hinter diesen Bergen, den Eispfeilen. Du musst dem Schamanenpfad dorthin folgen. Du hast das Ende erreicht, wenn du einen Schrein siehst. Eine große Maschine gehüllt in Blauglanz. Oh, Blauglanz. Wer den Pfad bewältigt, nimmt sich ein Stück als Belohnung. Falls du es hinschaffst, tu dasselbe. Du verdienst es. Ein Stück Blauglanz hätte ich gerne für meine Rüstung. Blauglanz? Du sagtest was von Blauglanz am Ende des Schamanenpfads? Ein Kristall, der aus den Maschinenkörpern im ältesten Eis wächst. Wir Banuk glauben, es ist das blaue Licht, das ihre Höhlen gefroren verlässt. Dich interessiert vielleicht mehr, dass es den Händlern viel wert ist. Nee, ich will die Rüstung.
Burgrenz sagt, du seist Urias Lehrling. In ihrer Abwesenheit diene ich Häuptling und Veraka als Berater. Speer, Stimme des blauen Lichts. Große Verantwortung. Ich weiß nicht, ob ich Urea gerecht werden kann. Aber ich versuch's. Das schulde ich ihr. Sie gab mir eine Chance. Einem Schamanen-Neuling vom Ende der Welt. Nur sie tat das. Warst du bei Urea, als sie den Berg angriffen? Ich wünschte ja. Egal, was passiert ist. Aber ich bin kein Krieger. Ich sollte warten. Als Urea und der Häuptling zurückkehrten, stritten sie heftig. Ich weiß nicht genau, worüber. Dann kam sie zu mir, gab mir den Auftrag und ging. Mhm. Der Schamanenpfad, was ist denn damit genau auf sich? Wie finde ich diesen Schamanenpfad? Geh zu den Eispfeilen. Folge den Markierungen durch die Eishöhlen und Wasserfälle und klettere hoch zum Schrein. Aber Vorsicht, der Pfad ist mit Absicht tückisch. Die letzte Prüfung für einen jungen Schamanen. Und ich finde Urea an seinem Ende? Nein, sie geht weiter hoch. Irgendwo in den Berg hinein. Wenn du sie siehst, sag ihr bitte, ich glaube fest, dass sie die Stimme hören wird. Keine Ahnung, was du damit mit dem letzten Satz gerade gemeint hast, aber... Also gut. Ja. Ich gehe zu den Eisfallen und suche diesen Schamanenpfad. Kriegen wir hin. Easy. Was auch sonst. Ja, gut. Kriegen wir hin. Also, ich bin positiv. Wie krass das hier einfach aussieht. Also, ich liebe dieses Spiel wegen der Grafik. Das ist einfach nur so krass. Also, das ist wirklich PlayStation 4 technisch das Flaggschiff unter den Grafikbomben. Muss man einfach zugeben. Was mich aber trotzdem hier wundert immer noch, hier sind so fucking wenig Maschinen. Im Hauptspiel, also nicht hier im DLC, waren deutlich mehr Maschinen am Werk. Heilblümchen. Das ist kein Heilblümchen. Hier sind viel zu wenig Maschinen, meiner Meinung nach. Das ist voll das friedliche Land. Die sollen mal zu uns nach Meridian und so weiter kommen. Da sind die großen Maschinen. Okay, ich will nicht groß labern, hier kommt bestimmt noch was richtig krasses, aber... Das müssen die Eisfallen sein. Der Schamanenpfad beginnt irgendwo weiter oben. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Ich bin mega, mega gehypt. Ich hoffe natürlich, ihr seid es auch. So. Der Pfad nach oben, auf den höchsten Berg. Gehen wir jetzt einfach auf den Rauchberg zu? Ne, wir gehen nicht auf den Rauchberg zu. Der Rauchberg ist irgendwo anders, ne? Der Rauchberg ist... Was ist der überhaupt? Ich kann ihn gerade nicht sehen oder spähen. Wir gehen auf jeden Fall auf diesen Gipfel hoch mal. Muss ich denn auch gleich auch klettern? Muss ich auch Jump'n'Runs machen? Dafür würde ich das Spiel hier verklagen. Jetzt mach keine Jump'n'Runs rein. Ich will das hier genießen. Ich genieße das hier wirklich gerade ohne Scheiß. Ich habe das Spiel irgendwie vermisst. Schon verdammt schön, das Spiel. Man muss einfach nur sagen, grafiktechnisch ist Horizon Zero Dawn einfach nur Bombe. Wenn ich Bombe sage, meine ich Bombe. Damit meine ich die bombastische Bombe. Bombastische Bombe klingt auch so schön, ne, der Begriff. So, dann wollen wir mal den Schamanenpfad weiter nach oben folgen. Ihr merkt es wahrscheinlich auch gerade an meinem Kommentierstil. Horizon Zero Dawn ist für mich eher ein Spiel zum Entspannen, als voll auf die Butze zu hauen. Natürlich Kämpfe und so weiter sind natürlich mega actionreich und so, aber ich achte hier nicht so drauf, die ganze Zeit Action zu haben, denn ich will auch ein bisschen die Landschaft genießen und einfach mal die Grafik euch zeigen. Das ist einfach nur Bombe. Also ihr seht jetzt zum Beispiel ja in Minecraft Legends beispielsweise, dass ich mega viel schneide, weil ich nur die spannenden Teile und so weiter drin haben will. Horizon Zero Dawn wird das größtenteils uncut sein, weil ich das ganze Spiel zeigen will und nicht nur die schönsten Momente. Schön. Mir gefällt der Pfad. Fühlt sich mega sicher an. Schön. Alter. Alter, das Ganze hier ist Open World, ne? Wir werden da überall noch rumlaufen. Freut euch. Und wenn ihr mehr von dem Spiel haben wollt... Die Playlist von Horizon Zero Dawn ist selbstverständlich auf meinem Kanal und auch in der Endcard. Da gibt es noch tausende andere Folgen. Tausende ist übertrieben, aber ich glaube, irgendwie etwa 90 alte Folgen sollte es da noch geben, die auch auf jeden Fall sehenswert sind. Also, wer da auf jeden Fall nachgucken will, kann ich diese Playlist nur ans Herz legen. So, ist das hier. Der Schamanenpfad muss hier irgendwo sein. Das sieht mega krass aus hier. Eine dieser Markierungen, von denen Nightwood sprach. Jede Markierung zeigt auf die nächste. Sie weisen den Weg. Alles klar, okay, kriegen wir hin.
Sollten wir hinkriegen, auf Deutsch gesagt. Schätze, ich muss tiefer in die kalte, unheimliche Eishöhle. Ach, dann das kriegen wir rein. Wie kann ich nirgends läuten? Ja, einfach rein oder wie? Einfach reinstürzen? Ja gut, ich habe kein Problem mit. Wofür das Windspiel? Soll der Turm den Weg leiten? Vielleicht finde ich mit dem Fokus noch mehr. Danke für den Tipp, Aloy. Ich wäre nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt, ne? Ja. Hier ist nichts fokustechnisch, Aloy. Meinst du das Windspiel hier? Ja, hier ist auch fokustechnisch nichts. Ich gehe einfach mal die andere Richtung. Das ist nicht der Ausgang, aber Ausrüstung. Kann man alles brauchen, aber ich will Blauglanz, verdammt. Ich will einfach Blauglanz für meine oberklasse Rüstung, für meine Karcher Feuerwaffenrüstung. Mann, ich finde die einfach so stylisch. Ich bin so ein Feuerwaffen-Fan, ohne Scheiß. Ja, wo geht's denn hier? Weil ich gehe einfach mal tiefer in die Höhle rein. Was sollte ich mir hier eigentlich ansehen? Was wird denn da gerade markiert? Hä? Ja, der Fokus sieht die Markierungen. Sehr schön, Aloy. Dann wollen wir dieser Markierung doch nachgehen. Oder besser gesagt, wir gehen diesen Markierungen in der nächsten Folge nach. Ich hoffe, ihr seid natürlich auch in der nächsten Folge dabei. Lasst fleißig Kommentare da, wenn ihr irgendwelche Verbesserungswünsche und so weiter habt. Alles unten rein. Ich gehe natürlich auf jedes einzelne Kommentar ein, wie ihr es von mir gewohnt seid. Und lasst auf jeden Fall auch eine klitzekleine Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, Rayon sagt ciao, macht gut. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.